Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute sprechen wir über die Wunderpflanze, das Mönchspfeffer. Hat Mönchspfeffer tatsächlich positive Auswirkungen auf den Zyklus, auf Wechseljahrsbeschwerden und so weiter und so fort? Das beleuchten wir heute im Detail einmal. Vitex, Agnus, Castus, Mönchspfeffer, Keuschlamm, Abrahamsstrauch. Es gibt sehr viele Namen für diese Pflanze, die schon im Mittelalter genutzt wurde und wie der Name auch schon sagt, von Mönchen auch sehr viel kultiviert wurde und als teurer Pfeffer verkauft wurde. Und dann hat man auch über die Jahre erkannt, ja, das scheint auch Auswirkungen zu haben auf das männliche Gemüt, auf sexuelle Lust und vor allem auch auf weibliche Beschwerden. Und so hat man jetzt über die Jahrzehnte mit vielen Studien untersucht, inwiefern Mönchspfeffer Auswirkungen haben kann auf den weiblichen Hormonhaushalt. Und immer wenn man eine Pflanze, in diesem Fall die getrockneten Früchte, untersucht, untersucht man natürlich auch die Inhaltsstoffe. Und siehe da, da kommen Flavonoide zum Vorschein. Und wer bei dem Video zu den Wechseljahrsbeschwerden und vor allem der richtigen Ernährung während der Wechseljahre aufgepasst hat, der hat Flavonoide auch schon mal gehört, sogenannte Phytoöstrogene, pflanzliche Hormone. Ja, in diesem Video haben wir ja gehört, es funktioniert. Man kann mit Phytoöstrogenen schon auf den Hormonhaushalt einwirken. Und so ist es eben auch bei Agnus Castus. Wichtig ist vorweg, es kommt natürlich ein Stück weit auf die Dosierung an. Kommen wir später noch zu. Und wer in dem Video wirklich gut aufgepasst hat, der weiß natürlich auch, es gibt von den Menschen unterschiedliche Darmmikrobiome, eine enzymatische Ausstattung im Darm. Und manche haben die Ausstattung, sogenannte Phytoöstrogene auch verwerten zu können, also aufspalten zu können und eben auch sich zunutze zu machen. Andere, und das ist die Mehrzahl, haben diese enzymatische Ausstattung eben nicht. Und so kann es auch beim Mönchspfeffer so sein, dass es bei der einen Frau wahnsinnig gut funktioniert und bei der nächsten überhaupt nicht, selbst in einer sehr hohen Dosierung nichts bringt. So, und um jetzt die Wirkung von Mönchspfeffer und deren Inhaltsstoffe verstehen zu können, braucht man definitiv so ein Basic-Wissen über den weiblichen Zyklus. Wer das haben möchte, darf sich gerne mein Video dazu anschauen über den weiblichen Zyklus. Ich versuche es kurz in diesem Video zu umreißen. Und zwar beginnt die Hormonproduktion in den Eierstöcken nicht, wie man vielleicht erwarten möchte, autark in den Eierstöcken, sondern es braucht einen Impuls und dieser kommt von oben, vom Köpfchen. Da sitzt nämlich der sogenannte Hypothalamus, eine Gehirnstruktur, wenn man so möchte, die quasi Chefin ist des gesamten Hormonhaushaltes. Und diese Chefin, der Hypothalamus, sagt, ob Hormone überhaupt ausgeschüttet werden sollen oder nicht. Dem direkt untergeordnet ist die Hypophyse, die wiederum ähnliche Aufgabe hat. Sie sortiert die Befehle vom Hypothalamus und gibt es jetzt endlich auch an die peripheren Organe, Nebennierenrinde, Eierstöcke etc. weiter. Und erst dann, wenn diese Hierarchie abgeschlossen ist, beginnen die Eierstöcke erst mit ihrer Hormonproduktion und das ist ja im Wesentlichen Östrogen und das Gelbkörperhormon. Und um diese steroidalen Hormone zu produzieren, braucht es eben von der Hypophyse Steuerhormone. LH ist das luteinisierende Hormon und FSH, follikelstimulierende Hormon. Die kommen eben von oben, von der Hypophyse. Das ist jetzt super basic vereinfacht, denn es haben noch viele, viele weitere Hormone Einfluss auf den weiblichen Zyklus, unter anderem das sogenannte Prolaktin. Prolaktin werden jetzt vielleicht die stillenden Frauen ein bisschen kennen oder die, die mal gestillt haben, denn die haben davon sicherlich mal gehört. Prolaktin ist nämlich das Stillhormon, wenn man so möchte, weil es eben dafür zuständig ist, die Milchdrüsen produzieren zu lassen. Prolaktin fördert also nicht nur die Milchbildung in der Brustdrüse, es senkt auch die peripheren Sexualhormone, Östrogen, Gelbkörperhormon, auf ein Minimum herunter. Ist quasi so ein kleiner Zykluskiller. Ist auch naturgewollt, denn stillende Frau soll nicht direkt wieder schwanger werden. Deswegen beobachten auch viele stillende Frauen, je nach Stillfrequenz und Häufigkeit und ob man voll stillt, dass der Zyklus ein bisschen auf sich warten lässt. Das liegt am Prolaktin, was ausgeschüttet wird. Achtung, jetzt wird es nochmal ein bisschen komplex, aber ihr dürft gerne zurückspulen und euch das Ganze nochmal anhören, damit ihr es verstanden habt. Prolaktin senkt jetzt LH und FSH, was ja von der Hypophyse ausgeschüttet wird, um eigentlich unten Hormone zu produzieren. Also werden keine Hormone produziert, weil LH, FSH reduziert oder auch supprimiert werden, also heruntergedrückt werden. Das alles kann Prolaktin.
Wenn man jetzt Prolaktin senken würde, dann würde man ja indirekt LH und FSH erhöhen und dadurch auch die Östrogene und auch das Gelbkörperhormon auch gleichzeitig erhöhen. Könnt ihr mir folgen? Und nichts anderes macht Mönchspfeffer. Mönchspfeffer wirkt nämlich ähnlich wie Dopamin. Und Dopamin ist genauso ein Gegenspieler zu Prolaktin. Dopamin bindet an den Dopaminrezeptor und sorgt über gewisse chemische Kaskaden dafür, dass eben Prolaktin gesenkt wird. Und die Inhaltsstoffe von dem Mönchspfeffer dockt auch an die dopaminergen Rezeptoren an. Ist also ein bisschen ähnlich wie Dopamin in der Wirkung. Wir können also durch Mönchspfeffer den relativen Steroidhormonhaushalt, Östrogen, Gelbkörperhormon anheben. Das kann viele Vorteile haben, aber auch viele Nachteile, weshalb man Mönchspfeffer auch nicht einfach so geben sollte, sondern wirklich eine medizinische Indikation braucht, weil, ja, und das ist die Beantwortung der Anfangsfrage, es wirkt. Aber so ganz verstanden ist die Mönchspfefferwirkung nicht, denn es scheint auch auf den Histaminrezeptor, den Acetylcholinrezeptor und auch auf Opioide-Rezeptoren Einfluss zu haben. Also die Wirkung ist viel größer als nur dieser Dopaminrezeptor, der da angesteuert wird, aber da läuft die Forschung eben noch auf Hochtouren. So, und jetzt muss man natürlich überlegen, was schaffe ich denn damit, dass ich Östrogene und das Gelbkörperhormon vielleicht ein bisschen anhebe. Die gute Nachricht ist, es wirkt auf beide Zyklushälften. Wenn ich also in der ersten Zyklushälfte das Östrogen ein bisschen steigere, dann habe ich natürlich auch eine stabile zweite Zyklushälfte, weil aus den entstandenen Follikeln wird ja irgendwann das Gelbkörper mit dem Gelbkörperhormon. Also kann man diese Tablette oder das Pulverchen auch durchnehmen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Tatsächlich kann man mit dieser Pflanze und den Extrakten aus der Frucht diese Beschwerden des PMS sehr, sehr gut senken. Es wird noch versucht bei Akne, bei Hirsutismus, bei der Gelbkörperhormonschwäche, bei Kinderwunsch, bei anderen Rhythmusstörungen im Zyklus. Ja, kann man probieren, aber nachweislich hat man bis jetzt noch nicht den großen Effekt erzielt. Bei Rhythmusstörungen, das heißt, der Zyklus kommt ein bisschen zu verkürzt oder die Frequenz ist zu hoch, da kann Acnus castus auf jeden Fall probiert werden. Aber man sollte vorsichtig sein, zum Beispiel bei der Endometriose. Ist ja eine Erkrankung, die quasi davon befeuert wird, dass vermehrt Östrogen zum Beispiel da ist. Da möchte man also Acnus castus auf keinen Fall geben. Alles, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Das ist so easy peasy. Dieses Prinzip gilt für die ganze Medizin und gilt auch für eine Antibabypille zum Beispiel. Alles, was irgendwie eine Wirkung am Körper erzielen kann, nachweislich, hat eben auch entsprechende Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen. So auch Mönchspfeffer, auch als Pflanze. Wenn man jetzt sagt, hier, nehmen Sie mal das pflanzliche Präparat, kann nicht schaden und hat überhaupt keine Nebenwirkung. Falsch. Man kann eine Überempfindlichkeit oder auch Allergie haben. Man kann mit Magen-Darm-Beschwerden extrem gerade in hohen Dosieren reagieren. Auch Schweißausbrüche, Hitzewallungen können manchmal dadurch getriggert werden. Also sollte man auch auf jeden Fall mit einer geringeren Dosierung einsteigen. Und das ist ein super wichtiger Punkt. Pflanzliche Präparate sind keine Wunderwaffe. Ich gebe heute nicht eine Tablette und morgen ist alles weg. Sondern man muss dem Ganzen mindestens ein Vierteljahr geben. Und erst nach einem Vierteljahr ein Resümee ziehen, wirkt's, wirkt's nicht, kann ich vielleicht noch die Dosierung steigern. Und zu der kommen wir jetzt. Es gibt Präparate von 10 Milligramm bis 400 Milligramm. Und man ist ja wahnsinnig verwirrt, man weiß jetzt überhaupt nicht, wo starte ich, was soll ich nehmen und wie hat was welche Auswirkungen. Denn tatsächlich sind niedrig dosierte Präparate bei Männern zum Beispiel libido senkend. Das Mönchspfeffer. Ja, es wurde tatsächlich früher genutzt bei Männern, um eben den sexuellen Antrieb zu minimieren. Und deswegen beginnt man auch relativ niedrig dosiert, so roundabout 20 bis 40 Milligramm täglich einmal, ist so eine klassische Dosierung, eine Einsteigerdosierung. Und dann schaut man erstmal ein Vierteljahr, ob was ankommt an Wirkung. Und wenn nein, dann kann man je nachdem, wie es vertragen wird, auch noch ein bisschen steigern. Also es gibt schon einige Einsatzgebiete, wo es Sinn macht, wenn man zum Beispiel auch eine Dominanz eines bestimmten Hormons hat, zum Beispiel eine Gelbkörperhormondominanz. Wenn man dann das Östrogen mit einem pflanzlichen Präparat ein bisschen anhebt, kann diese Dominanz auch wieder ausgeglichen werden. Also ja, ein Therapieversuch ist es allemal wert, mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt haben, dass es auch Frauen gibt, die überhaupt keine Wirkung erzielen können, weil ihnen die enzymatische Aktivität dafür fehlt.
muss man natürlich auch bedenken, wenn es mit einer gewissen Dosierung immer noch keinen Effekt gibt. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert mit LH, FSH, Prolaktin, Dopamin etc., aber es ist wichtig zu wissen, warum das überhaupt wirken kann. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, schaut unbedingt bei Instagram vorbei, da findet ihr ja ein Portfolio an vielen, vielen Themen und auch hier bei YouTube, lasst mir bitte ein Abo da, das hilft mir weiter zu helfen. Bis zum nächsten Video, ciao.